Die Siedler-Close-Beta machte vor allem in einer Hinsicht von sich reden, nämlich, dass ihr euren Gegner teilweise unter 5 Minuten Schachmatt setzen konntet. Das soll zum Release natürlich besser werden und deshalb schauen wir uns heute mal das Kampfsystem genauer an. Bevor ihr euch mit euren Truppen in den Kampf stürzen könnt, müsst ihr für diese erstmal Waffen herstellen. Dies gelingt euch klassisch über Kohle- und Eisenminen, deren Erze wiederum in der Eisenschmelze zu Eisenbarren verarbeitet werden. Der Waffenschmied verwandelt diese dann in die von euch eingestellten Waffen wie Schwerter, Bögen, Äxte oder Speere. Habt ihr dann eine Waffe hergestellt, könnt ihr damit einen freien Träger auf dem Trainingsplatz zu einer Militäreinheit ausbilden. Alternativ zur Waffenproduktion könnt ihr auch auf die sogenannten Landmarks zurückgreifen, um euch vor allem in der Anfangsphase einer Partie mit zusätzlichen Waffen einzudecken. Hierfür ist dann natürlich früh Scouting oder entsprechende Map-Kenntnisse entscheidend. Es gibt aber auch noch eine dritte Variante, nämlich über den Handel am Hafen. Überschüssige Waren lassen sich hier simpel gegen Waffen eintauschen oder die gewonnenen Münzen für Forschung nutzen. Und apropos Forschung, mit Münzen, Edelsteinen und Werkzeugen könnt ihr eure Truppen in der Akademie aufwerten. So könnt ihr zum Beispiel die eigenen Trefferpunkte, den Schaden oder die Reichweite eurer Truppen erhöhen. Wie bereits in der letzten Folge erwähnt, verfügen die drei Fraktionen über eine eigene, einzigartige Einheit. Die Elari zum Beispiel profitieren von einer stärkeren Bogenschützeneinheit, die den Feinden mehr Schaden zufügt. Dagegen sind die Wächter der Maru mit Speer und Schild ausgerüstet, was ihre Reichweite erhöht. Und die Krieger der Yorn schwingen 2 Äxte und greifen daher schneller an. Zur Verteidigung eurer Siedlung stehen euch neben euren Militärtruppen auch 3, ja okay, oder besser gesagt 2,5 Türme zur Verfügung. Beim Thema Türme hat sich im Vergleich zur Klosbeta bereits am meisten getan. So hat es der sogenannte Heilerturm, der eure Truppen kontinuierlich geheilt hat, nicht in die nächste Spielversion geschafft. Dafür gibt es jetzt einen leichten und einen schweren Turm, ja, aber der Reihe nach. Die jetzt schon berüchtigte Vogelscheuche fällt auch unter die Kategorie Turm. Sie zieht gegnerische Truppen an und bindet diese so eine Weile an sich. Durch relativ hohe Trefferpunkte ist sie zudem sehr tanky und verschafft euren Truppen oder euren anderen Türmen mehr Zeit, um auf die Gegner zu feuern. Das Bollwerk mit grünem Dach ist der neue im Bunde. Dessen Baukosten sind günstiger wie beim größeren Turm und so ist er auch eine Alternative zur Landerweiterung gegenüber euren Ingenieuren. Er hat eine hohe Reichweite, ist dafür aber nicht ganz so stark. Via Forschung könnt ihr freischalten, dass sich eure Bollwerke von alleine wieder reparieren. Hingegen ist der Turm etwas teurer bzw. benötigt mehr Baumaterialien als die anderen. Seine Pfeile sind dafür aber stärker. Sollte es brenzlig werden, kann er über eine Bonusfähigkeit in einem bestimmten Umkreis einen Feuerregen auf die Feinde niederprasseln lassen und so richtigen großen Flächenschaden anrichten. Eure Türme können also durchaus zum Versperren von engen Passagen oder als Rückzugsort verwendet werden. Für Infanterietruppen sind sie schwer zu knacken und können nur von Belagerungseinheiten ausgekontert werden. Ja, daher kommen wir jetzt zu diesen. Belagerungseinheiten sind gegen alle Gebäude effektiv und kommen in 2 Varianten daher. Die Belagerungsinfanteristen sind zu Beginn und in der Mitte einer Partie relativ leicht zu beschaffen. Sie fügen Gebäuden großen Schaden zu, haben aber nur einen geringen Angriffsradius, müssen also nah ran. Hingegen sind die Belagerungsartilleristen oder Meme-Ochsen mit Raketenwerfer im späteren Spielverlauf die noch stärkere Einheit, die zudem eine viel größere Reichweite hat. Allerdings können sie gegen gegnerische Infanterie wenig ausrichten und müssen dementsprechend beschützt werden. Mit Druidinnen könnt ihr noch auf eine weitere Unterstützungseinheit zurückgreifen, die eure Truppen heilt. Ihr Forschung könnt ihr für die Damen weitere Fähigkeiten wie den Wilden Schrei oder Nebelschwaden freischalten. Wilder Schrei erhöht die Angriffskraft von verbündeten Einheiten in einem bestimmten Radius und Nebelschwaden verlangsamt feindliche Einheiten. Und ja, wenn ihr Bock auf weitere News dieser Art rund um die Siedler-Serie habt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen kleinen Nischenkanal mit einem Abo unterstützen würdet. Ich bleib natürlich weiterhin gerne für euch dran, bei allem, was rund um die Siedler so passiert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Patrick.